Grundsätzlich ist eine Hausdurchsuchung immer vom Gericht zu bewilligen und kann sie in weiterer Folge von der Staatsanwaltschaft angeordnet werden. Nur bei Gefahrenverzug ist auch ein mündlicher Befehl wirksam und kann die Kriminalpolizei dann sofort eine Hausdurchsuchung durchführen. In der Praxis wird eine Hausdurchsuchung dann angeordnet, wenn eben aufgrund gewisser Tatsachen davon auszugehen ist, dass sich an dem Ort eine Person befindet, die eine Straftat begangen hat oder sich dort Gegenstände oder Spuren befinden, die in einem Strafverfahren als Beweise dienen. Wenn Sie jetzt noch wissen möchten, wie Sie sich bei einer Hausdurchsuchung verhalten sollen, dann schauen Sie das nächste Video an.